Rohrsteuerung. Die ultimative eigenentwickelte. Gibt es Euro da einmal forscht. auf der Welt, das ist ein Prototyp, wird bald verkauft. Schauen Sie jetzt vorbei auf Amazon. Die ultimative Forststeuerung. Forsthändler Edkräfte 27. Ja. Ich wollte schon einer 100 Euro dafür geben. Das war nicht ich. Nee. Aber 100 Euro ist mir ein bisschen zu wenig, weil allein an Materialkosten sind um die 90 Euro. Deswegen. Bisschen knapp. Die meinen sind Und die es. Idee allein noch. Ja. Die Idee und das. Die Arbeitszeit. Mal. Toll, eine Arbeitszeit. Muss dir Naja. vorstellen, bist eh nur du. Ich weiß. Deswegen, nachdem ich es bin, gell, ist es sauteuer. Ah, ich kauf bei dir nichts mehr. Ich habe noch nie was bei dir gekauft. Vielleicht liegt es daran. Ja, kriegst auch nichts von mir. Das kann ich sagen, Mann. Aber was soll ich denn von Nick? Weiß ich nicht. Hansi 2.0 kauft ja ab. Na, sie 2.0 muss erstmal existieren. Ja, kehren wir zum Thema von Folge 12 zurück. Was? Wart home. Never drüber geredet. Hier, es nimmt an. Ich habe heute die Lieferung bekommen, die erste. Jetzt kann ich da schön langsam anfangen zu löten. Das ganze Scheiße. Das ist ja wieder so ein langwieriger Prozess. Ganze Zeit zusammen löten. Und das Planen und den Plan zeichnen. Ja. Was soll ich immer groß sagen? Ich Ich weiß war. es ja eh. Ja, du bist ja dann live dabei. Live dabei. Live. Beim Coden. Ich schaue dir live beim Löten zu. Wir Kann ja müssen mit. dann gemeinsam nochmal deine neue Coding-Plattform von heute Mittag Testen. Ja, irgendwie kann die aber kein testen. HTML, habe ich gesehen. Ich habe es mir aber auf dem Rechner noch nicht angeschaut. Kann irgendwie kein HTML, aber PHP kann sie. Irgendwie komisch. Aber HTML ist doch PHP. Ne. Ja, aber man braucht doch einen HTML-Interpretator, um PHP zu verstehen. Es greift doch ineinander ein. Nicht ganz zwingend. Ja, aber trotzdem, beides ist für Webseiten da. Ja, aber es ist trotzdem PHP und du kannst ja eine Index-HTML haben oder ein Index-PHP. Das sind schon zwei Paar Schuhe. Mei, bei mir heißt alles PHP. Ich weiß, aber das Problem ist, wir haben eine Index-PHP und deklarieren sie als HTML. Ja, Deswegen damit kann. PHP funktioniert. Ja, und deswegen kann das Programm damit nichts anfangen, weil es für ihn eine HTML-Datei ist. Was als HTML deklariert ist. Ja, mal schauen wir uns dann an. Ja, wird schon werden. Ist doch nicht so tragisch. Nicht so tragisch. So, sogar wieder piepsen der Dreck da. Weil Oh. alles ist bald voll. So, alles blau. Weil blau. Hör mal, Blau. blau. Du bist blau, ja. Sehr gut. Mach gelb. Du bist blau, Junge. Problem ist, ich bin bald voll. Naja, blau und randvoll. Und kein Mensch will mich abfahren. Mal eh nicht. Passt eigentlich rein, ach so, 8600. So, komm, gib mir, Junge. 2000. Gott, oh Gott. Viel ist das nicht, aber der Ich habe Sprit immer ist noch darin. null, was soll ich sagen? Ja, jeder das, was er verdient.
Das fand ich jetzt nicht in Ordnung. Ist aber so. Ich verdiene viel mehr. Kriegst du auf Arbeit nichts. Viel mehr Minus verdienst du, ja. Mach halt die ganze Drecksarbeit und krieg keinen Cent dafür. Was denn für eine Drecksarbeit? Ich muss abfahren, ey. Na, alles das, was die anderen Mitarbeiter halt nicht tun wollen. Welche Mitarbeiter? Es geht ja um Praktikum. Ach so. Also, ist ja... Ja, da machst du immer die Drecksarbeit, das ist logisch. Ja, ich habe langsam keinen Bock mehr. Bin ja jetzt schon mindestens 20 Tage. 20 Tage arbeiten und kein Bock mehr. Ich gehe ja nur Montag, Dienstag dorthin. Eben. Mit Wort Donnerstag, Freitag wieder Schule. Und die ganze Story habe ich dir schon mal erzählt. Ja, einfach die alten Videos anschauen. Und Mai. Ja, Mai. Ja, der Mai kommt ab bald. Trotzdem auf. Die anderen machen eigentlich den ganzen Tag nichts. Und ich frage mich, was der eine Typ den ganzen Tag tut. Der sitzt den ganzen Tag, manchmal sitzt er am Rechner, manchmal ist er einfach nicht da. Und wenn er nicht da ist, dann ist er halt wirklich nicht da. Dann ist er irgendwo im Nirgendwo. Kann alle von rechts nach links und keine Ahnung, die regen mich auf. Und du bist nur am Papier zählen. Ah, nee, eigentlich nicht. Du bist auch am nix machen wahrscheinlich. Also, du hast recht. Manchmal setze ich mich wirklich einfach irgendwo hin und drehe Däumchen, weil ich keinen Bock mehr hab. Und schreibst dann unsere Ausstellung Temperatur, damit du weißt, wie viel Grad es hat. Nee, Handy habe ich nicht mit. Oh. Also, ein bisschen Würde muss man ja mal hier die keine Ahnung was. Arbeitsrechte mal einhalten. Weil wieder Mist hieß. Gibt's nicht. Vergessen. Ich doch nicht. Ach, hier ist ein weiter Weg, ey. Ich brauche echt mehr Sprit und alles, als wir, was wir reinkriegen. Er regt sich immer auf. Ne, ich brauche 25 Liter fast in der Stunde, ey. Überlegen mal. Das ist schon viel. Oder meine ich denn nicht? Das sind 25 Euro in der Stunde? Nee, mehr. 40 Euro in der Stunde. So. Du könntest ja da einfach mal irgendwo auf dem Feld abkippen. Ja, ich? Ja. Und dann? Keine Ahnung. Ich würde trotzdem gerne mal sehen. Ja, kann ich ja machen. Wie du da ein Häufchen hinsetzt. Ein Häufchen hingacke. Und dann kriegen wir es wahrscheinlich nie wieder runter vom Feld, deswegen. Ja, deshalb tu es lieber auf die Wiese. Also, nee, eigentlich auf die Straße, weil dann kriegen wir es wieder weggekratzt. Okay. Naja, wie willst du sonst einen Haufen von, eigentlich im Relief von der Wiese? Ja, so in grob und ganz kriegst du ihn ja weg, aber ganz genau nicht. Ja. Wir machen alles mit Ordnung und Akkuratität und keine Ahnung. Was, wunderbar. Was macht eigentlich das Wetter jetzt gerade aktuell? Heute waren wieder Plus gerade. Minimal. Ich bin immer noch voll. Fuck it. Was haben wir denn aktuell? Keiner weiß. Ich kann ja auch keiner mal gucken. Weiß. Aber Handy. Kann man auch fragen. Wir ich nutzen. Zeig die Tastatur nicht an. Ich kann nicht die Tastatur benutzen. Wir nutzen Telegram. Ja, wir nutzen jetzt übrigens alle Telegram. Ich weiß nicht, wie weit wir im letzten Story gekommen sind. Also. Wir können ja quasi Daten mit unserem Handy via Telegram abfragen, weil Telegram quasi Bots unterstützt und WhatsApp quasi nicht. Genau, deswegen dort. Also wir haben eine Außentemperatur von 0,5 Grad plus. Also ich habe angeblich 5,3. Plus! Du ziehst ja das Minus anscheinend nicht.
Geh gleich. Gar nicht mal so abwegig, weil es war heute warm. Nur eigentlich müsste es bald auch runtergehen. Wäre jetzt ein Anstieg. Ich weiß nicht. Trau den Sensoren nicht mehr. So, du musst mal nach rüber kommen, dann kann ich dir zeigen, wie ich hier hinkacke. Ich muss jetzt auch erstmal hier, wir können gemeinsam kacken. Komm, wir kacken gemeinsam. Das funktioniert oder nicht? Ja, mit denen du das nicht hin, du kannst die wieder aufladen. Dann komm mal hier, steck's einfach aus. Ich komme, du kacken. Hier abladen, Steuerung I. Macht auf. Alter, was haut denn der Haupt hier hin? Alles gut, ich weiß nicht, was ich immer beim Stau spiele. Wie riesig die Kacke ist. Und du hast ja einfach hinten ausgekippt. Ja. Vielleicht, dass wir eins haben. Fließband noch. Vielleicht schließt du erstmal deine Klappe hinten wieder. Steuerung I. Die Tasten sind wohl unheimlich. So. V. B. So, jetzt mach da auf. Ich würde dir einen Tipp geben. Was? Fahr einfach ganz normal einen Berg. Okay, also das ist ein Blödsinn so. Ja, das ist glaube ich die beste Idee. Also wird langsam kleiner. Der Kakao. Der Kakao. Na Kacke, Mann. Ich glaube, die Animation. Neben. Kann man sich hier anschauen, stundenlang, wie ein Treckerfahrer im Kreis fährt. Super, Trauma. Hingekackt. Wir brauchen irgendwann mal diese Auf- und Abladen-Mechanik. So, hier noch ein bisschen die Kacke aufnehmen. Da piepst auf alle Fälle schon, also ist gleich voll. So, dann mach ich ja noch ordentlich. So, da noch ein bisschen. Und dann noch ein bisschen Kackhaufen. Ich fahr erstmal ins Silo, oder wie? Ja, oder? Kaufen Sie doch. So, jetzt. Voll. Jetzt hast du gesehen, wie viel ich mit habe. Jede Menge. Der Jahre ausgibt. So, jetzt gibt's wieder Geld ohne Ende. Gibt gar nichts. Achso, du. 2015. Manchmal auch Geld fließt. Kommt kein Geld raus. Oh. Wird heute nichts mehr mit dem Feld dort hinten. Warum? Na, weil der hier nicht wollte. Er möchte nicht. Und jetzt muss man warten erstmal, bis der hier wieder fertig ist. Ach. Dachte, legt dir nie Sklaven zu. Nee, überhaupt keine Mistkäfer. Nee. Da kriegst du nicht da am Telefon der Mistkäfer gesagt. Das ist nicht gut. Das klingt dann so richtig merkwürdig. Dann heißt wieder, wo ist denn der Mistgeber? Ich habe heute mit dem 101 Mann telefoniert. Da hat er dann wirklich halt gesagt, wegen der Mistgeber. Okay. Warum das? Alter. Na, weil ich brauche ja eigentlich kein Webspace. Benutze es selbst nicht. Deshalb wollte ich halt eigentlich mein Webspace kündigen, aber die Domain behalten. Und was hat er gesagt? Deshalb habe ich halt angerufen.